Mein Name ist Doris Stief, ich bin der erste Vorstand der Theatergesellschaft Hüttenbach. Geladene Gäste, die zugesagt haben, waren 146. Kann ich jetzt nicht richtig abschätzen, was jetzt noch so mit reingekommen ist, aber doch, ich denke mal, so um die 150 Leute haben wir schon. Also soweit ich jetzt vom Feedback her beurteilen kann, die Stimmung ist gut. Der Abend war sehr gelungen, war sehr kurzweilig. Im Prinzip genau das, was wir uns erhofft hatten, wie es laufen soll. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also, mein Name ist Georg Wiesnet, ich bin Metzgermeister hier in Hüttenbach. Ich bin mobil unterwegs, bediene in der Woche ca. 500 Kunden an der Haustür und nebenbei machen wir noch einen ganz normalen Partyservice und Catering. Wir sind hier vom Theaterverein Hüttenbach aufgefordert worden, den Catering hier abends um 10 Uhr bereitzustellen. Es gibt fränkische Bratwürste mit Sauerkraut und frischen Holzofenbrot dazu. Außerdem bieten wir an Schaschlik mit Semmel oder Kartoffelsalat. Und als Snack haben wir gereicht Geheckbrote, Schmalzbrote und Orbatzenbrote. Nach der Silvestergala, die ja auch sehr gut angenommen wurde bei unseren Publikum, würde ich mal sagen, weil es nach einer Theaterveranstaltung war, hatten wir noch den Dankgottesdienst am 2.2. Und ja, heute war der Höhepunkt. Ich denke, wir werden es jetzt dann langsam ausklingen lassen. Wir hatten ja zwischendrin noch ein Theaterstück zum Einstudieren und zum Aufführen. Aber seit August laufen eigentlich die Planungen allgemein fürs Festjahr und natürlich auch für diesen Abend. Wir wünschen dem Verein alles Gute, dass es weiterhin so gut funktioniert, die Zusammenarbeit unter den Mitgliedern, und freuen uns drauf, wenn wir gelegentlich einen Auftrag bekommen und dem Theaterverein somit für das leibliche Wohl unterstützen können. Soweit also die Bilder aus der Grundschule Bülwur im März 2013, also mit einem großen Festabend, das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert wurde. 100 Jahre Theatergesellschaft Hüttenbach, das ist natürlich eine lange, lange Zeit. Und im Namen der jungen Filmgruppe Schneidachtal sowie im Namen vom HDF Hüttenbachs Direktfernsehen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal die herzlichsten Glückwünsche ausrichten. Also wirklich Gratulation zu dieser guten Leistung über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hinweg, immer wieder gute Vorstellungen zu sehen in der Grundschule. Bitte, liebe Zuschauer, besuchen auch Sie die Aufführungen in der Grundschule. Nehmen Sie einfach der aktuellen Tagespresse, wann die Vorstellungen stattfinden. Und zwar sind die immer zwischen Weihnachten und dem Heilig-Dreikönigstag. Da einfach mal in der Zeitung nachlesen und besuchen Sie einfach die Aufführungen. Es lohnt sich wirklich und ich kann es aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Jetzt sage ich Servus, macht's gut. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder hier im HDF. Genießen Sie jetzt einfach den tollen Ausblick hier in das Tal. Servus, bis zum nächsten Mal. Hallo. Salut. Sunt eu un haidu și te rog.